Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Claudia, mein Leben und mehr. Ja, ich hoffe, ihr hattet alle wunderbare Weihnachtstage. Bei uns war es ein bisschen turbulent, aber so, ich glaube, es ist überall so, ne? Und ich bin aber jetzt froh, dass die Tage jetzt auch vorbei sind. Und gut, jetzt kommt das nächste Ereignis, also Silvester. Silvester ist bei uns traditionell ein Familientag. Da bin ich mit meinen Eltern alleine, weil ja, ich kann die ja nicht so allein lassen. Und deswegen sind wir dann zu dritt. Aber bis dahin habe ich vor, ganz viel abzudrehen. Und zwar, also Videos abzudrehen. Ich drehe ab. Und da habe ich jetzt schon etwas gefunden, was bestimmt ganz viele von euch interessiert. Und zwar ist sie angekommen. Die Emmas-am-Wundertüte. Jawohl. Ich habe noch ein bisschen was dazu bestellt. Das erzähle ich euch dann aber auch gleich. Aber ich habe mich gefreut. Ich habe die erst am dritten Tag bestellt. Also es waren noch welche da. Also wenn ihr Interesse daran habt, schaut bitte nochmal nach. Es war, glaube ich, diesmal nicht ganz so der Run da drauf wie sonst immer. Deswegen, die packen wir jetzt aus und da freue ich mich total. So, ihr Lieben. Ah, es sind ja jetzt immer die bewährten Stoffbeutelchen. Und ich muss sagen, oh, aha. Okay, oh. Ich glaube, ich habe etwas mehr drin. Vielleicht ein Weihnachtsgeschenk, wer weiß es. Also, als erstes hole ich aus dieser Tüte raus zweimal diese Masken. Und zwar einmal von Vino Rose, die hautglättende Gesichtsmaske. 33% glattere Haut nach der ersten Anwendung. Schauen wir rein, oder? Und das andere ist Emasan-Detox-Maske mit grünem Tee, porenverfeinernde Tonerdemaske. Schützt die Haut intensiv vor freien Radikalen. Ne, ihr wisst, ich liebe das. Also, ob das jetzt ein Goodie ist oder ob es dazu zählt, wir werden sehen. Entschuldigung. Ah. So, dann hole ich etwas raus, was mich total freut. Und zwar bist du ein Shampoo oder bist du Tiefenreparatur? Nee, ich glaube, das ist ein Conditioner bzw. ein Haarserum. Und zwar Keratin Rebuild Treatment. Tiefenreparatur mit restrukturierendem Phytokeratin. Ja, wunderbar. Wie gesagt, ich habe überhaupt Gott sei Dank keine kaputten Haare. Ah, ich glaube, das war. Ich weiß, wer das bekommt. Also das werde ich ganz sicher weitergeben. Ja. Dann haben wir noch so eine große Tube. Oh, das ist sehr schön. Buttermilch Orange Körpercreme. Da freue ich mich total. Orange, ne, ist ja sowieso meins. Und ja, das ist eine schöne große Tube. Die hat 200 Milliliter ist also eine Full Size. Sehr, sehr gut. Ach, das Shampoo ist übrigens auch Full Size, auch 200 Milliliter. Da freue ich mich total. Aber dann haben wir ja aber noch drei Teile drin, haben wir nicht gesagt. Ach, dann sind die Masken ganz sicher Goodies. Naja, gut. Okay, dann haben wir, was haben wir denn hier? Wir haben hier von Emasam Aqua Intense die Supreme Hyaluron Creme. Was sollst du denn machen? Hyaluroncreme. Ja, Hyaluron soll ja straffen und steht jetzt, also ich kann es nicht lesen. Ich habe unheimliche Probleme mit den Augen in letzter Zeit, aber naja, da freue ich mich jedenfalls auch. Das sind 30 Milliliter, oder? Ja, das sind 30 Milliliter. Ja, ist doch eine gute Größe, um sowas mal auszuprobieren. Finde ich super. Dann ist hier was ganz Schweres drin. Aha, von Emasam Airy Musk ein Parfum. Hatte ich noch nie.
Oh Gott, leicht wie eine Feder. Puh, umspielt das im Asam Eau de Parfum die Haut. Eine faszinierende, leicht florale Aura. Verzaubert, subtil, subtil kokett die Sinne. Mein Gott, das ist ja, das scheint ja, also außer Kaffee kochen, ne? Da guck mal rein. Obwohl ich riech gerade nichts. Wir schauen. Schauen wir uns den Flakon schon mal an. Da bin ich. Oh, ein sehr schöner Knauf. Oh, das sieht aber hübsch aus. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Dann haben wir hier oben so ein nee, ist Plastik. Aber es sieht aus wie Keramik. Schick. Airy Musk. Ja, muss ich. Ah, oh, ey, gut, ich riech was. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das gut rieche, aber es riecht gut. Es riecht leicht floral, ja, das stimmt. Werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Und wenn mir es nicht gefällt, ah, ich muss mal husten, Moment. So, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob diese Hustenattacke von dem Parfum kommt oder. Ich bin ebenfalls gerade, mir ist gerade aufgefallen, ich habe die Videos falsch rumgedreht. Eigentlich wollte ich mich erst schminken, weil deswegen habe ich keine Wimperntusche. Egal, ich sehe gut aus, finde ich. egal. Also, es riecht gut, aber ich weiß es gerade nicht, ob es. Aber ich denke, das ist eher an meine Gesundheit geschuldet. Aber hier ist jetzt noch eins drin und darüber freue ich mich ehrlich gesagt am meisten. Ne? Wie immer. M. Asam Magic Finish, ein Volume and Repair Lip Balm. Jetzt weiß ich nicht, ist das der gleiche? Habe ich die M. Asam Sachen schon weggeräumt? Ja, ich denke schon. Ich bin mir nicht sicher, ob das der gleiche ist. Ich werde ihn jetzt nicht. Nein, ich werde ihn jetzt nicht aufmachen, weil wenn, dann geht er auf jeden Fall in eine Verlosung rein, wenn ich den schon habe. Berry Red. Nee, ich glaube eher nicht, dass ich den habe, aber das ist auf jeden Fall ein Lippenbalsam. Ja, ein Lippenstift. Ne? Sehr schön. Also was die Wundertüte angeht, bin ich super zufrieden. Ja, also zweimal, also Körpercreme, Shampoo, einmal alles komplett, ne? Dann das Parfum, also ich finde den Flakon wunderschön. Wenn mir das jetzt nicht passen sollte, dann gibt's der Mama, ne? Also die freut sich über sowas immer. Darüber freue ich mich auch und ja, die Creme werde ich auf jeden Fall aufbrauchen, weil ich liebe solche Cremes. Und dann auch noch die beiden Masken. Wunderbar, wunderbar. Aber jetzt zeige ich euch noch, was ich mir zusätzlich gekauft habe. Und zwar, jetzt haltet euch fest, ich habe die gesehen, dachte, das brauche ich. 1,2 Kilo Orangenpeeling. Da komme ich das ganze Jahr mit aus. Ich liebe es. Ich habe gesehen, Happy Orange, und die gab es nicht in klein, da musste ich sie in groß kaufen. Und der Riesenbottich hier, der kostet 30 Euro. Super. Also da freue ich mich total, weil in der Wundertüte war ja auch wieder keins drin. Ah, was total cool ist, ne? Hier Orangenpeeling. Und dann gibt es auch hier diese Orangen-Buttermilch-Körpercreme dazu. Super. Als hätte ich es geahnt. Oder vielleicht hat der Masam es geahnt, wer weiß. Dann habe ich mir gekauft, weil ich davon echt überzeugt war, bei unserem Masam Full Face, dieser Perfect Tint Instant Optimizer Magic Care, dieser feuchtigkeitsspendende, wie heißt du? Ach Gott. Magischer Weichzeichner, genau. Der machte richtig schön die Poren. Also, den hat mir sehr gut gefallen. Da hatten wir nur diese 7 Milliliter drin, genau. Und den habe ich mir jetzt gekauft. Der hat auch 21 Euro sowieso gekostet. Dann waren die Pröbchen dabei, eine Resveratrol Soothing Mask.
Mit Vitamin E und Traubenkernöl, auch wunderbar. Und dann gab es noch ein Pröbchen dazu, Vino Lift, eine Straffungscreme. Wunderbar, finde ich super. Und der allerbeste Knaller war, man konnte an so einem Glücksrad drehen. Und damit habe ich nochmal 20% gewonnen. Und die 20%, die galten auch auf die Wundertüte. Das heißt, ich habe für die Wundertüte nicht 34,99 bezahlt, sondern 27 Euro und ein paar Tote. Ja, also ich bin hochzufrieden, ich bin unheimlich glücklich und ja, das war eine tolle Wundertüte, finde ich. Ihr Lieben, wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir sehr gerne ein Abo da, wisst ihr, ne? Wir gehen ja jetzt langsam in den Endspurt und zu Silvester wird es auf jeden Fall wieder eine Verlosung geben für meine Abonnenten natürlich. Das heißt, es lohnt sich, weil doppelt ihr bekommt meine ehrlichen Meinungen in meinen Videos dargestellt und vor allen Dingen, ja, könnt ihr was gewinnen. Wobei ich wirklich darauf achten werde, dass es wirklich Leute sind, die auch sich mal melden. Ne? Also ich find's doof, wenn immer alle sich dann anmelden für ein Abo und dann das Abo wieder entziehen, wenn sie dann nicht gewonnen haben oder sowas. Das ist ja Quatsch. Also gerade wir kleinen Kanäle, wir kämpfen ja um jeden Zuschauer. Auch wenn ich das jetzt hier nur als Hobby mache, ich freue mich ja, wenn Leute was schreiben und mitmachen. Und naja, jedenfalls freue ich mich, wenn ihr Teil meiner Community werdet, Teil meiner Gäste auf meiner Couch. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag heute. Für mich ist heute der Tag nach Weihnachten. Ich denke auch für euch, weil ich werde das gleich direkt hochladen. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt oder werdet bitte ganz schnell wieder gesund, ne? Das ist das Allerwichtigste. Und ja, genießt die Zeit. Egal, ob ihr jetzt Urlaub habt, euch ins Getümmel in der Stadt stürzt. Also ich werde es heute auf gar keinen Fall machen, weil heute drehen alle durch in der Stadt immer. Das mag ich nicht. Deswegen nutze ich die Zeit und drehe ein paar Videos. Haben wir alle was von. Okay, ihr Lieben. Passt bitte auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Eure Claudi.